Junge Wölfe streiten sich um eine Ressource. Sie stoßen vor und beißen oder machen Beißbewegungen. Ein ritualisiertes Drohen ist in diesem Alter eher selten. Circa 3 Monate sind sie alt. Die Drohgesichter können bereits sehr ausgeprägt sein. Eggy versucht, ein Geschwister von der Ressource zu kratzen. Der Kleine droht mit weitem Maul öffnen, faucht und stößt gegen den Bruder vor, der ihm ganz ruhig den Knochen wegnimmt. Die Welpen streiten sich, eng zusammengerückt um ein Stück Reh. Sie verteidigen es mit in die Luft gerichteten Bissen gegen 2 adulte Wölfe und untereinander. Jeder packt, was er erreichen kann und hackt um sich. Eggy mit den streitenden Kleinen. Mit circa 8 Wochen ist in dieser Situation kaum mimische Kommunikation zu beobachten, ohne eine Hinführbewegung zum Gegner. Die Kleinen haben einen Rehkopf auf das Dach des Kunstbaus gezogen und streiten sich hier weiter. Beobachtet vom Bruder und Onkel. Jeder packt, was er packen kann und beißt nach rechts und links. Bruder Eggy liebkost eines der Geschwister am Ohr. Und es geht um einen weiteren Rehkopf mit Fell, der unter lautem Knurren und Fauchen hin und her gezogen wird. Eggy holt diesen, um ihn einem Geschwister zu überlassen, nach stark beißgehemmtem über den Kopf fassen und liebkosen. Ritualisiertes Drohen. Rechts dominant, mit erhobenem Kopf und kurzem Lippenspalt. Links subdominant, langer Lippenspalt, angelegte Ohren, sich klein machen und Distanzvergrößerung. Dominanz? Nein. Vorsichtiges, beißgehemmtes, über den Fang fassen, auslaufend, in ausgedehntes Gähnen. Das Rudel zusammen. Anogenitalkontrolle. Aufreiten, spielerisch, Mundwinkel lecken. Danach über den Fang gefasst werden und so viele feine Zeichen einer sehr fein graduierten kommunizierenden Gruppe. Vier Wölfe im entspannten Feld. Grooming an Bein und Kopf, Komfortverhalten, sich recken, strecken, hin und wieder ein leichter Protest. Deutsche Schäferhunde, die Stellen und Verbellen zum Spiel ritualisiert haben, leben wie die Wölfe in Gruppen mit einer relativ starren Gruppenstruktur. Ihnen fehlt der Mensch. Sie haben Bellspiele entwickelt, deren Analyse die Befindlichkeiten der Tiere genau widerspiegelt. Optisch ist eine Menge verloren gegangen. Lang andauerndes Kommunizieren im agonistischen Kontext kennzeichnet Wölfe.
Hunde halten diesen War of Nerves in aller Regel nicht so aus. Misha und Kolja vor dem Bau, einige verschreckte Welpen laufen ad hoc tief, legen die Ohren an, denn es wird laut. Misha dominiert Kolja, zeigt ein Ritual, das er häufig vor den Welpen und in Bezug auf diese mit seinen Brüdern und dem älteren Sohn Eggy exerziert. Zumeist geht die Intention dazu von ihm aus, manchmal wird die Submission auch angeboten. Eggy kommt und beriecht Kolja, auch die Kleinen zeigen, wenn auch irritiert, Interesse. Geschrien wird vorsorglich, es wird kein Biss gesetzt. Misha legt sich nur ab und zu auf seinen Bruder. Koljas Lippenspalt ist extrem lang, seine Ohren sind im Hinterkopf eng angelegt, er protestiert nicht, dennoch ist Misha nicht befriedigt. Die Kleinen beobachten das Dominanz-Subdominanz-Zeremoniell vom sicheren Höhleneingang aus. Misha beriecht den in Rückenlage mit eingezogenem Schwanz liegenden Kolja im Anogenital und im Kopfbereich. Kolja stemmt ab und zu die Extremitäten gegen Mishas Kopf, wendet dann den Kopf wieder zur Seite. Misha beriecht Kolja nicht nur, er legt auch seinen Hals leicht auf dessen Flanke. Warum macht er das? Um die Zeit der Rückenlage zu verlängern? Drohfixieren Mishas und Pföteln Koljas ist mehrfach zu sehen. Und die Kleinen beobachten alles ganz genau. Zwei Welpen rangeln miteinander und zucken plötzlich zurück. Die Ohren angelegt, der Vorderkörper, dann auch die Köpfe gesenkt. Lara droht sie an, über längere Zeit hemmt so ihr Verhalten, an Spiel ist nicht mehr zu denken. Sie winden sich hin und her, winseln, zeigen Übersprungsverhalten, sie knabbern an Efeu. Und ein Welpe buddelt ein Loch, dreht sich dabei, behält die drohende Mutter stets im Blick. Im Spiel der ungleich alten Welpen miteinander sieht man, wie die Jungen nun hochritualisiert mit Eggy kommunizieren, ein wildes Sozialspiel resultiert, das lustvoll bestritten wird. Sie haben viel gelernt. Was diese Wölfe in einem anderen Gehegeareal perfekt beherrschen, aktive Unterwerfung, Mundwinkel stupsen und lecken, der Jüngeren dem Altwolf gegenüber. Eine Strategie, die die Kleinen auf dem Steg einem Adulten gegenüber zeigen, um dessen Ressource zu ergattern. Was resultiert, ist ein Biss über die Schnauze bei einem, ein Drohn. Der Kleine leckt unverdrossen weiter den Lippenbereich, bis ein zweites über den Fangfassen erfolgt. Er protestiert mit langem Lippenspalt. Rollt auf die Körperseite, der Bruder kommt zurück. Nur einen Moment der Unkonzentriertheit und der adulte Wolf mit Ressource sind weg. Die beiden Kleinen spielen etwas. Man beachte das elegante Vorderkörperwinden,
mit dem Bewegungsluxus. Ein Mundwinkellecken als Element der aktiven Demut? Man beobachte genau. Der Rezipient hat etwas im Mund, kaut. Ein kleines Nasenrückenrunzeln zeigt an, dass der Initiator dieses Etwas gepackt hat. Nun kauen beide auf diesem Etwas herum, bis es zerbricht. Eine feine Strategie ist das, jetzt frissen beide. Ein Youngster fasst Mitya über den Fang, bedrängt ihn sehr. Aktive Demut, Submission, mitnichten. Das Schnauzenlecken mutet sehr aufdringlich an und Mitya erbricht Futter für den nun nicht mehr gar so kleinen Welpen. Dieser frisst es. Lara mit einem Welpen. Eki kommt dazu, macht sich klein, leckt ihre Lippen und unterwirft sich und zeigt so einen Ausdruck einer stabilen Bindung. Eki, Lara und die Kleinen. Eki fasst Lara über den Fang, bedrängt sie und wird angedroht und angefaucht. Er bedrängt sie weiter und sie droht defensiv. Ihre Gesundheit war in dieser Zeit durch ein verstauchtes Hinterbein etwas beeinträchtigt und ihre Nerven lagen blank. Tante Tonja mit einem der Welpen. Tonja hatte nicht viel Geduld mit den Kleinen, faucht ihn an. Er rollt in die Rückenlage und winselt etwas.